Ja, hallo von mir. Ich freue mich, hier zu sein und ich beginne mit einigen Fakten zur Finanzkrise. 2010 betrug das Defizit im griechischen Staatshaushalt 15,8% des Bruttoinlandsproduktes. Zweitens, 1997 bis 1999, als über den Beitritt zur Eurozone entschieden wurde, lag das griechische Defizit immer über 3%. Zur Erinnerung, laut Maastrichter Vertrag muss es unter 3% sein, damit man Mitglied der Eurozone werden kann. Bedeutet, Griechenland hätte gar nicht Mitglied werden können. Drittens, 2013, also nach Initiierung der Sparprogramme, erzielte der griechische Staatshaushalt einen Primärüberschuss von 0,8%, wenn man die Zinszahlungen für die öffentlichen Schulden herausrechnet. Und jetzt einige alternative Fakten zur Finanzkrise. Erstens, das Defizit 2010 betrug nur 13,4% des Bruttoinlandsproduktes. Zweitens, 1999 lag das griechische Haushaltsdefizit unter 3%. Das Land bekam den Euro also zurecht. Und der andere Eindruck entsteht nur dadurch, dass die Europäische Statistikbehörde Eurostat später die Kategorisierung geändert hat und so auf höhere Defizitwerte kam. Und drittens, 2013 wies der griechische Staatshaushalt ein Primärdefizit von mindestens 2,1% aus. Die erste Gruppe von Fakten gibt die Sichtweise wieder von Eurostat, der EU-Kommission, der deutschen Regierung, der deutschen Medien, aber zum Beispiel auch des Direktors der griechischen Statistikbehörde Elstat, Andreas Georgiou. Die zweite Gruppe von Fakten gibt die Position wieder von anderen Akteuren und Beobachtern, vorwiegend in Griechenland, aber nicht nur. Zum Beispiel der dritte Punkt wurde nicht nur vertreten von Yannis Varoufakis, kurzzeitig Finanzminister in Griechenland, sondern auch von Hans-Werner Sinn, bis 2016 Direktor des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts. Der zweite Punkt wurde vertreten ganz vehement von Kostas Simitis, der war Premierminister zwischen 1996 und 2004 in Griechenland. Und der erste Punkt gibt die Ansicht vieler griechischer Politikerinnen und Politiker wieder, die Ansicht weiter Teile der griechischen Öffentlichkeit und auch Teile der griechischen Justiz halten diesen Punkt, nur 13,4% Defizit 2010, für so plausibel, dass seit über 6 Jahren immer wieder Gerichtsverfahren angestrengt werden gegen den Direktor der griechischen Statistikbehörde, Andreas Georgiou, wo ihm vorgeworfen wird, dass er entweder wissentlich oder unwissentlich eine falsche, zu hohe Zahl, die 15,8%, gemeldet hat, dadurch das Vertrauen der Finanzmärkte und das Vertrauen der Kreditgeber untergraben hat und letztendlich dafür verantwortlich war, dass Griechenland überhaupt ein zweites und dann sehr viel strengeres Sparprogramm eingehen musste. Wie lässt sich jetzt dieser Streit um griechische Statistiken soziologisch analysieren? Da gibt es sicherlich verschiedene Zugangsweisen. Ich habe mich hier dafür entschieden, danach zu fragen, mit welchen Unterscheidungen eigentlich die Beobachterinnen und Beobachter arbeiten, wenn sie Aussagen zu diesen Statistiken treffen. Der Hintergrund ist die Theorie des Soziologen Niklas Luhmann, der davon ausgeht, dass es sowas wie eine objektive Realität, die da draußen einfach so vorliegt und wir müssen sie nur entdecken, eigentlich nicht gibt. Stattdessen ist Realität stets beobachtete Realität. Und wir beobachten, indem wir mit Unterscheidungen arbeiten. Für eine Beobachtung kommen nun aber stets verschiedene Unterscheidungen in Frage. Und der Clou ist, dass je nachdem, welche Unterscheidung ich wähle, ich eine andere Realität zu Gesicht bekomme. Was heißt das jetzt für unser Beispiel? Wenn wir uns auf den ersten Punkt konzentrieren und nun also danach fragen, war das griechische Haushaltsdefizit 2010 13,4% oder 15,8% des Bruttoinlandsproduktes? Dann fragen wir im Rahmen der Unterscheidung wahr/falsch. Wir gehen davon aus, entweder das eine stimmt oder das andere. Möglicherweise kommen wir auf die Idee, dass vielleicht auch eine dritte Zahl die wahre Größe wiedergeben könnte. Aber auf jeden Fall machen wir die Annahme, es gibt die eine Zahl, die uns sagen kann, wie hoch das Defizit tatsächlich war. Nun kann man sich natürlich fragen,
wie kommen wir auf diese Zahl? Und die Antwort scheint erstmal naheliegend. Das ist doch eigentlich die Aufgabe der Wirtschafts- und Finanzstatistik, sozusagen als Teil der Wirtschaftswissenschaft. Der Haken dabei ist allerdings, dass Statistik Kategorien braucht, um Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt zu klassifizieren, um zu entscheiden, ob etwas tatsächlich eingerechnet werden muss im Sinne des Vertrags von Maastricht, wenn es um die Bestimmung des Defizits geht. Bei Eurostat funktioniert das so, es gibt etwas, das nennt sich European System of Accounts. Das gibt im Prinzip Kategorien vor. Auf dieser Basis melden nationale Statistikbehörden Zahlen an Eurostat und auf deren Grundlage bestimmt dann Eurostat die Haushaltsdefizite und Schuldenstände. Weil aber nun mal diese Kategorien nicht einfach nur definiert, sondern auch interpretiert werden müssen und es dabei immer zu Unklarheiten kommen kann, hat Eurostat ein Beratungsgremium, in dem sitzen Vertreter der Mitgliedstaaten, der nationalen Statistikbehörden, der Zentralbanken und der EU-Kommission und die entscheiden im Zweifelsfall, wie etwas zu kategorisieren ist. Das bedeutet nun aber nichts anderes, als dass die Unterscheidung zwischen wahr und falsch mit Bezug auf das Defizit geschieht vor dem Hintergrund von Entscheidungen darüber, wie Kategorien zu definieren und wie sie zu interpretieren sind. Und das heißt nichts anderes, es wären eigentlich auch in jedem Fall andere Entscheidungen darüber denkbar, ob etwas als Ausgabe klassifiziert wird oder als Einnahme gilt. Das ist für viele Arten von Statistiken vielleicht relativ unproblematisch, aber wenn es um Haushaltsdefizite von Staaten geht, dann sieht man, dass das potenziell natürlich enorme politische Konsequenzen haben kann. 1999 ging es für die Staaten darum, werden sie in die Eurozone aufgenommen oder nicht. Und das hing von genau solchen Statistiken ab. Und in der Finanzkrise im gleichen Sinne hängt es dann eben von solchen Zahlen ab, ob die Kreditgeber zu dem Eindruck kommen, ja, da finden gute Reformbemühungen statt, die Erwartungen an die Reformen werden erfüllt oder die Erwartungen werden enttäuscht, man verliert das Vertrauen, man ist nicht mehr bereit, Unterstützung zu geben oder kommt zu der Einschätzung, die Griechen müssen viel mehr tun, wenn sie glaubwürdig sparen wollen. Und vor diesem Hintergrund liegt es nun nahe, eine andere Unterscheidung zu benutzen, um das Ganze zu beobachten. Eine politische Unterscheidung, zum Beispiel die zwischen politisch nützlich und politisch schädlich. Und das tut interessanterweise Eurostat ganz ausdrücklich 2010. 2010 gibt Eurostat die ausschließliche Orientierung an der Unterscheidung wahr-falsch auf, wenn es darum geht zu verstehen, wie die griechischen Statistiken zu lesen sind. Bis dahin wurde auch schon immer bemängelt, ja, die Qualität der Daten ist nicht gut, es gibt zu wenig Datenquellen, das Ganze wird zu oft verändert, die ganzen Daten stimmen irgendwie nicht. Das wurde aber immer behandelt als ein Problem der Methodik. Man schickte Delegationen nach Athen, die technische Hilfe anboten. Es wurde also immer behandelt als etwas, was man in den Griff bekommen kann im Rahmen dieser Unterscheidung war falsch. Das ändert sich 2010 vor dem Hintergrund der damals gerade stattfindenden Wahlen in Griechenland, diagnostiziert Eurostat mehrere konkrete Versuche politischer Einflussnahme, wo also die Politik versucht, Defizitzahlen zu verändern. Die wurden mehrfach in diesem Jahr korrigiert, alles um sozusagen politisch gut dazustehen. Das untergräbt dann natürlich komplett das Vertrauen in diese Statistiken. Und darauf reagiert dann auch die griechische Regierung ziemlich schnell. Im August 2010 wird eine neue, ausdrücklich als unabhängig verstandene Statistikbehörde gegründet, Elstat. Und deren Chef wird der eingangs erwähnte Andreas Georgiou. Die Effekte sind aus Sicht von Eurostat und internationalen Statistikexperten sehr schnell sichtbar. Die Qualität der Daten verbessert sich. Alle sind sehr zufrieden mit dieser neuen Behörde und gehen somit nun davon aus, man kann sich künftig auf griechische Statistiken verlassen. Die kommen jetzt auch zustande im Rahmen der Unterscheidung wahr-falsch. Das heißt aber nicht, dass die Unterscheidung politisch nützlich, politisch schädlich plötzlich verschwindet, sondern ihre Verwendung bleibt attraktiv, insbesondere für viele griechische Beobachterinnen und Beobachter.
Und so erklären sich dann auch die Vorwürfe an Georgiou und die Versuche, ihn auf dem Weg der Justiz irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen, indem man sagt, er hätte das nationale Interesse verletzt, indem er diese hohe Defizitzahl gemeldet hat. Oder indem man ihm vorwirft, er hätte das zunächst mit dem Vorstand von Elstat absprechen müssen, bevor er diese Zahl an Eurostat gemeldet hat. Es werden also eine ganze Menge an Vorwürfen angesammelt, bei denen es immer darum geht, Georgiou als Sündenbock für die Sparprogramme auszumachen. Und das ist natürlich für viele Politikerinnen und Politiker in Griechenland einfach politisch nützlich. Und indem ich das sage, benutze auch ich wiederum eine Unterscheidung. Als Wissenschaftlerin spreche ich auch vor dem Hintergrund von wahr und falsch. Und das weist am Ende nur noch mal darauf hin, ohne Unterscheidung geht es nicht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.